Es sollte ein Urteil im Namen des Volkes sein. 10 Jahre für 76 Messerstiche. Ja, wie im Wahn metzelte Alim K. im Januar seine im 4. Monat schwangere Ex-Freundin Juvi an auf einem Parkplatz in Hamm regelrecht nieder. 76 Mal rammte ihr der Killer die Klinge in den Körper, trennte ihr mit tiefen Schnitten fast den Kopf ab und tötete so auch sein Kind unter ihrem Herzen. Doch bei guter Führung könnte K. bereits viel früher aus dem Gefängnis entlassen werden. Mittlerweile wäre er bereits Großvater. Doch Hans-Joachim F. wird sein Enkelkind niemals im Arm halten. Ein feiger Killer metzelte seine im 4. Monat schwangere Tochter Juvie Ann mit 76 Messerstichen nieder. Vor dem Landgericht Dortmund blickt er dem eiskalten Täter in die Augen. Er wartet Gerechtigkeit vom Gericht bei der Urteilsverkündung. Doch dann der Schock. Juvie Anns Ex-Freund Alim K. bekommt nicht die Höchststrafe von 12 Jahren für Totschlag, sondern nur vergleichsweise milde 10 Jahre, kann bei guter Führung bereits nach 6,5 Jahren wieder freikommen. Bildreporter Sebastian Prengel ordnet das Urteil ein. 10 Jahre für 76 Messerstiche, das ist kein Urteil im Namen des Volkes. Juristisch mag das Urteil vielleicht einwandfrei sein, aber verstehen kann das Volk dieses Urteil nicht. Es ist unfassbar, wie der Richter sogar noch milde über den Angeklagten sagt, es sei ja auch eine Tat gegen sich selber gewesen, denn er wollte ja schließlich das Kind. Und dann verhöhnt er auch noch indirekt die tote Juvi an, indem er sagt, sie habe den Angeklagten ja provoziert. Hans-Joachim F. ist fassungslos, ringt nach der Urteilsverkündung mit seinen Worten. Fragen wir wirklich mal alle Eltern dieser Welt, die Kinder haben, ob das für die verständlich wäre. Ich kann mir vorstellen, das kann keiner verstehen. Unsere ganze Familie ist zerstört. Meine Frau ist so fertig. Das ist nicht heute das erste Mal, dass sie zusammengebrochen ist. Ja, sondern es tut so weh. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, sagt der Vater des Mordopfers nach diesem Urteil. Ich kann nicht mehr, das tut so weh. Wir sprechen jetzt mit seinem Anwalt, mit Ralf Reckmann, der uns zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Reckmann. Wie erklären Sie sich dieses Urteil? Ja, Herr Reckmann, ich hoffe, Sie hören uns. Wir wollen einmal von Ihnen erfahren, wie erklären Sie sich dieses Urteil? Wir hören Sie leider noch nicht. Ich frage einmal kurz in die Regie, ob wir dieses Gespräch noch führen können nach diesem, ja, wie wir gesagt haben, erschreckenden Urteil in diesem Mordfall, nach diesem so brutalen Messermord. Hören wir noch einmal rein, Herr Reckmann, ob wir Sie hören können jetzt. Also ich probiere es nochmal. Ja. Ja. Der Ton kommt an. Und wir erklären, grüße Sie nochmal herzlich. Urteil. Wie erklären Sie sich dieses Urteil, Herr Reckmann? Ja, das Urteil basiert darauf, dass die Kammer an den wesentlichen Schnittstellen, die für die Entscheidung wichtig waren, immer zugunsten des Angeklagten letztlich Wertungen und auch Beweiswürdigungen vorgenommen hat. Als solches ist das für die Nichtjuristen sehr, sehr schwer verständlich und kaum nachvollziehbar. Ja, in der Tat. Was rechnen Sie, wie lange wird der Täter am Ende sitzen? Es könnte ja kommen sein, dass er dann bei guter Führung nach wenigen Jahren schon wieder draußen ist, ne? Das ist theoretisch natürlich möglich und macht auch der Familie, macht den Angehörigen ganz besonders große Sorgen. Sie selber empfinden natürlich dieses lebenslänglich. Sie müssen mit der Tat lebenslänglich klarkommen und ihre Tochter wird nie wieder an ihrer Seite sein können. Und so passt das dann einfach nicht mehr zusammen in den Augen der Familie, wenn ein Angeklagter nach nur wenigen Jahren wieder auf freien Fuß kommen kann. Ja, das passt auch, muss ich Ihnen sagen, in meinen Augen nicht zusammen. Wie geht's denn da jetzt weiter? Gehen Sie da in Berufung? Wie sind da die nächsten Schritte, damit der Täter nicht freikommt? Also zunächst muss man sagen, dass die
Revisionsmöglichkeiten für die Geschädigten, für die Angehörigen nur eingeschränkt gegeben sind. Und Stand heute gehe ich eher davon aus, dass eine Revision von Seiten der Nebenklage nicht erfolgen wird. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem gibt es dann auch ein Kostenrisiko, wenn das Urteil bestehen bleiben würde, müssten die Nebenkläger letztlich auch noch die Kosten des Rechtsmittels tragen. Das muss man alles in Ruhe abwägen und bisher haben wir auch noch nicht genügend in der Hand. Ein Rechtsmittel für die Nebenkläger ist dann gar nicht gegeben, wenn es nur darum geht, eine höhere Strafe zu erwirken.